Ja, vielen Dank für die ausführliche und nette Einführung. Ich bin Tabea Tietz, ich komme vom FIZ Karlsruhe und heute spreche ich über Linked Stage Graph. Das ist eine Linked Data-basierte Exploration historischer Theaterdaten. Ich werde ganz kurz was zu meinem Forschungsteam und den Forschungsthemen sagen, mit denen ich mich beschäftige. Dann komme ich noch kurz zu Coding Da Vinci und gebe kurz eine Einführung, was das ist. Wir haben nämlich auch mit unseren Studierenden schon mit Coding Da Vinci Daten gearbeitet. Dann gibt es eine kurze Motivation, warum uns historische Theaterdaten überhaupt wichtig waren oder wichtig sind. Ich gebe einen ganz kurzen Exkurs zu Linked Open Data, damit wir auch quasi das ein gleiches Hintergrundwissen haben und dann erzähle ich euch mehr über das Projekt Linked Stage Graph selbst, wie wir die Daten aufbereitet haben und ich gebe dann auch eine Demo über unsere Explorationsmöglichkeiten. Und genau, fangen wir am besten an. Also ich arbeite in der Forschungsgruppe Information Service Engineering am FIZ. Wir beschäftigen uns mit automatisierten Text- und mit Multimedia-Analyse, mit semantischen Annotationen, maschinellen Lernverfahren, mit explorativer Suche und intelligenten Empfehlungssystemen und auch mit Wissensgraphen. Und ich selbst habe einen sehr interdisziplinären Hintergrund. Also ich habe Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Daher komme ich immer so aus der interdisziplinären Ecke und beschäftige mich halt oder interessiere mich vor allem für die Anwendung von Semantic-Web-Technologien im Bereich Cultural Heritage und auch Sozialwissenschaften mit Forschungsdatenmanagement und auch mit Visualisierungen. Und wir sind nicht nur eine Forschungsgruppe am FIZ, führen auch Lehre durch am Karlsruher Institut für Technologie. Und da gibt es immer im Sommer eine Vorlesung und im Winter ein Projektpraktikum. Und da sollen unsere Forschungsthemen von Studenten praktisch und auch wissenschaftlich in Gruppen an realen Daten bearbeitet werden. Und das mit den realen Daten ist immer so eine Sache, auch in der Arbeit mit Studenten, weil es ist manchmal schwierig zu bekommen und schwierig auch Daten zu bekommen, die dann auch offen und frei sind. Und so sind wir dann an Coding Da Vinci gekommen. Das ist also ein Hackathon, der erste deutsche Hackathon für Kulturdaten. Und da wird eben versucht, technikaffine und kulturbegeisterte Communities zu vernetzen und zusammenzubringen, um tolle kreative Projekte ins Leben zu rufen, die diese Daten, die oft in Archiven oder Museen verstauben, wieder zum Leben zu erwecken. Und das funktioniert eben so, dass die Kulturinstitutionen eben ihre Daten bereitstellen, also auch öffnen der Öffentlichkeit. Und dann gibt es ein Kick-off, da kommt man eben dann hin und bekommt die Daten präsentiert, kommt in Kontakt mit den Kulturinstitutionen und kann dann erst Ideen entwickeln, sich zum Team zusammenfinden und so weiter. Und dann gibt es einen Sprint, der dauert ungefähr 6 Wochen, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Und am Ende präsentiert man die Ergebnisse und wenn es gut läuft, kriegt man einen Preis. So, und was uns daran jetzt so gefallen hat, für vor allem erstmal die Lehre, war die offenen Daten. Denn man kriegt die nicht nur, wenn man jetzt an diesem Wettbewerb teilnimmt, sondern man kann generell auf diese Daten zugreifen und die nutzen für eigene tolle Projekte. Und das wollten wir eben auch unseren Studierenden näher bringen. Und die haben dann angefangen, eigene tolle Projekte zu entwickeln im Laufe eines Semesters. Zum Beispiel eine Gruppe hat sich hier beschäftigt mit dem amerikanischen Bürgerkrieg und hat Textdokumente des Bürgerkriegs verarbeitet und versucht, explorierbar zu machen. Da haben sie auch Empfehlungssysteme dafür entwickelt. Eine andere Gruppe hat sich eher dem Spielerischen gewidmet. Sie haben historische Kriegszeichnungen genommen und haben mit einem Gamification-Approach eben versucht, diese Inhalte dieser Schlachten und Kriege den Nutzern näher zu bringen. Eine andere Gruppe hat einen Chatbot gebaut, mit dem man dann halt mit so einer Telegram-App durch ein Museum laufen konnte. Dann konnte man, wenn man vor einem Bild steht, konnte man sagen, ich möchte jetzt mehr über den Autor oder über den Maler oder über dieses Bild erfahren und hat dann halt wie in einem Chat diese Zusatzinformationen bekommen.
Und wir haben uns dann gesagt, diese Projekte waren super toll. Wir möchten da eben auch mitmachen, eben richtig im Wettbewerb, und haben dann eben im Coding DaVinci Süd Event, nennt sich das, uns als Team zusammengefunden und genau, waren ganz gespannt, was man da erleben kann. Und der Datensatz, mit dem wir uns beschäftigt haben, stammt von den Staatstheatern Stuttgart und wurden bereitgestellt vom Landesarchiv Baden-Württemberg. Der Datensatz enthält ungefähr 7000 Schwarz-Weiß-Fotografien aus den Jahren 1890 bis 1940, und dazu gab es noch XML-Metadaten. Und ich will mal kurz zeigen, worum es hier in diesem Datensatz eigentlich geht, von welcher Art von Fotos wir hier sprechen. Also es geht um Theaterfotos. Da sieht man zum Beispiel Fotos von auf der Bühne, da wurde es auch manchmal tierisch. Hier sieht man zum Beispiel ganz rechts eine Aufführung wahrscheinlich von Hänsel und Gretel irgendwie. Es gab Ballettaufführungen in dem Datensatz, auch Ballettproben, es waren auch teilweise wirklich witzige Bilder dabei. Dann auch viel von hinter der Bühne, also von Kostümbildnerinnen. Hier wird auch eine Rüstung gebaut, hier werden Kleider hergestellt. Es gab auch super viele Bilder von Kulissen, auch sehr spannend. Und auch viel so Material von hinter den Kulissen. Hier wird das Feierabendbier genossen und so weiter. Also sehr vielfältige Daten, die alle mit Theater zu tun haben. Doch warum interessiert uns eigentlich Theater so, und warum finden wir es so wichtig, sich mit Theaterdaten zu beschäftigen? Theater ist ja als Kunstform, aber auch als soziale Institution seit so vielen hundert Jahren in unserer Gesellschaft etabliert und entwickelt sich auch immer wieder neu mit den Kunstepochen. Und dennoch gibt es auch so viele historische Stücke, wie man hier sieht, zum Beispiel Midsommernachtstraum von Shakespeare, die immer noch relevant sind und auch heute immer noch aufgeführt werden. Aber Theater, auch wenn es schon so alt ist, steht auch nie für sich selbst und ist immer in den Kontext einer Kultur und einer Gesellschaft eingebettet. Und die werden natürlich auch geprägt durch politische Systeme. Ich meine, wir reden hier von Daten von 1890 bis in die 1940er, ist natürlich eine sehr brisante Zeit. Und diese Kontexte beeinflussen natürlich auch die kreativen Möglichkeiten des Theaters, aber auch die Grenzen. Es haben sich also viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hergemacht und fangen an, diese Theaterdaten aus der Geschichte zu analysieren und zu untersuchen. Da ist zum Beispiel das Bühnenbild von Interesse, die einzelnen Charaktere, Kostüme, aber natürlich auch die Sprache. Um mal ein Beispiel zu nennen, gibt es eine Untersuchung dafür, wie jetzt zum Beispiel aus der Epoche, mit der wir uns beschäftigen, wie auch Juden im Theater dargestellt werden, und eine sehr wichtige Arbeit. Theaterdaten selbst, finden wir also, müssen erhalten bleiben, sie müssen digitalisiert werden und auf eine intelligente Art und Weise gespeichert werden, damit auch der Zugang zu den Daten erleichtert wird. Es gibt da noch ein Projekt, das nennt sich das American Theater Archive Project, und die haben einen Aufruf an Theaterinstitutionen in Amerika gestartet, ihre Daten über jede Aufführung, die da jetzt stattfindet, zu speichern und zu präservieren. Genau. Die Daten, mit denen wir uns beschäftigt haben, stammen ja aus den Stuttgarter Staatstheatern. Und die Digitalisierung und auch die Speicherung der Daten wurde vom Landesarchiv Baden-Württemberg übernommen. Und aktuell hat man den Zugang zu den Daten über die Webplattform des Archivs. Das sieht so aus, das will ich auch mal ganz kurz zeigen. Ich hoffe, das klappt. Man hat hier also diese Webplattform, und diese Theaterdaten sind hier in einem Findbuch zugeordnet. Das nennt sich Findbuch E18.3, also sehr intuitiv. Und dann hat man hier so Gliederungsebenen, die findet man hier auch nochmal wieder. Und wenn wir jetzt hier mit zum Beispiel das Theaterstück Was ihr wollt von Shakespeare, dazu gibt es noch ein paar Metadaten, hier unten weiter, genau. Und wenn wir jetzt darüber mehr erfahren wollen, dann
können wir hier ein Extrafenster öffnen, da bekommen wir dann auch nochmal ein paar Zusatzinformationen. Aber es ist eben nicht so einfach. Wenn wir jetzt ein Bild uns anschauen wollen, dann kommen wir in so einen, ja, recht schwerfälligen Bildexplorer. Und genau, so ist das eben dort aufbereitet. Wie komme ich jetzt in die Präsentation zurück? So, okay. Gut. Also, was wir gerade gesehen haben, ist eben, dass die Struktur dieser Daten in der Webplattform doch etwas schwierig ist. Und das ist jetzt auch kein Bashing des Landesarchivs Baden-Württemberg, sondern das ist einfach eine Art und Weise, die für Archivare sehr nützlich ist. Die Archivare bekommen halt diese Ordner oder haben diese Ordner voll von Informationen über dieses Staatstheater. Und die wurden dann digitalisiert und im Web genau auf dieselbe Art und Weise, wie sie eben analog in diesen Ordnern sortiert waren, wurden sie dann im Web wieder veröffentlicht. Also diese Struktur dieser Daten ist genauso, wie sie analog vorlag, wurde sie digital übernommen und auch fürs Web übernommen. Und das ist eben sehr nützlich für die Archivare, weil sie dann auch genau wissen, wo welche Information herkommt. Aber für Archivlaien ist es oft sehr schwierig zu verstehen und auch diese einzelnen Gliederungspunkte sind eben nicht so intuitiv und etwas schwer zu nutzen und dann auch zu explorieren. Wir haben dann eben auch gelernt, dass es nicht einfach nur ausreicht, Daten im Web irgendwie zu publizieren, sondern sie müssen auch auf eine gewisse Art auffindbar, explorierbar und auch nutzbar sein. Und wir haben uns das angeschaut und da wir uns mit Wissensmanagement und Linked Data eben beschäftigen, haben wir gesagt, Linked Data kann hier helfen, diese Daten explorierbar und erlebbar zu machen. Und Linked Data will ich noch mal kurz jetzt einen Exkurs hier einleiten, damit wir dieselbe Sprache sprechen. Linked Data umfasst eben Prinzipien und Standards, die Daten auf eine Art strukturieren und im Web zugänglich machen, die sowohl für Mensch als auch für die Maschine verstehbar sind. Und da fange ich direkt doch mal im Urschleim an. Das Internet wurde, ja, die Geburtsstunde des Internets ist ungefähr 1969, da ging das ARPANET ans Netz. Man sieht dort die ersten vier Knoten, das waren Universitäten und das war natürlich noch nicht sehr viel. Wie kommt der Nutzer jetzt im Internet an eine Information? Man öffnet ein Terminalfenster, verbindet sich mit einem Remote-System irgendwie, muss dann eine Datei finden, die einen interessiert, lädt diese Datei auf ein lokales System runter und liest sie dort und verarbeitet sie dort. Das Problem war dann aber, dass um an Informationen zu kommen und die zu verarbeiten, brauchte man ein sehr hohes Expertenwissen, was ja die meisten natürlich einfach nicht hatten. Und 1989 kam dann das Web of Documents, also das World Wide Web. Einer der Pioniere war hier Tim Berners-Lee mit seinem Paper Information Management, a Proposal. Und hier kam der Nutzer dann eben sehr leicht an Informationen. Das heißt, man musste nur den Browser öffnen, ein Dokument laden und man navigiert über Hyperlinks von einem Dokument zum anderen. Und der Vorteil ist eben hier, dass kein Expertenwissen mehr notwendig war, um an Informationen zu kommen. Wir haben Suchmaschinen, mit denen wir Informationen sehr leicht abrufen können. Und wir haben halt die Barriere zur Partizipation ist sehr gering. Das heißt, jeder kann Informationen ins Netz stellen und kann auch Informationen konsumieren. Ja, die Grundlage des World Wide Webs ist HTML, so wie wir das im Browser dargestellt haben. Und diese Dokumente sind mit Hyperlinks verbunden. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wir haben hier den Text, Hiram Kümper ist Professor an der, und dann haben wir einen Hyperlink zum Dokument über die Universität Mannheim. HTML beschreibt hier also, wie Dokumente aussehen und wie sie miteinander verknüpft sind. HTML beschreibt aber nicht, was die Information im Web bedeutet. Und das ist hier
ein großes Problem, was dann irgendwann identifiziert wurde. Das kann man sich an einem Beispiel vielleicht etwas besser visualisieren. Wir haben hier ein Bild, da ist ein Footballspieler und da ist ein Text, da steht Heisenberg can wait, Sunday Night Football. Wenn die Maschine dieses Datum hier bekommt, den Footballspieler, dann der Text Heisenberg can wait, Sunday Night Football, dann kann die Maschine nicht verstehen, was mit dieser Information gemeint ist. Sie kann lesen, Heisenberg, versteht aber nicht, wer hinter Heisenberg steckt oder was. Ist das eine Person? Wenn ja, was ist das für eine Person? Und was das mit Sunday Night Football zu tun hat, versteht die Maschine auch nicht. Wir als Menschen bringen ein entsprechendes Hintergrundwissen und unsere Erfahrung mit und unser kulturelles Wissen. Und wir können diese Information hier interpretieren. Und wir können interpretieren, dass es sich um Heisenberg ist, hier eben mit, damit ist Walter White von Breaking Bad gemeint. Und Breaking Bad wurde hier zur selben Zeit ausgestrahlt wie Football. Das heißt, der Mensch, der Konsument, musste sich entscheiden, schaue ich Football oder schaue ich Breaking Bad. Hier ist natürlich so ein komplexes Hintergrundwissen notwendig, die Maschine gar nicht hat und das eben überhaupt nicht interpretieren kann. Ein weiteres Problem dieses Web of Documents sind sogenannte Datensilos. Das heißt, ich habe ganz viele Datenbanken, in denen Informationen, Daten drinstecken. Und diese Datenbanken sind per se aber nicht miteinander verknüpft. Und es ist auch gar nicht so einfach, Daten aus diesen verschiedenen Datenbanken miteinander zu verknüpfen. Nehmen wir mal an, wir haben eine Datenbank mit historischen Theaterdaten aus Stuttgart und wir haben eine Datenbank mit historischen Theaterdaten aus Mannheim. Wir würden interessieren uns, wie diese Daten zusammenhängen, möchten sie gerne verknüpfen, aber es geht eigentlich nicht, weil sie nicht dieselben Standards verfolgen. Und das heißt, um diese Daten zu verknüpfen, müssen wir ein Programm schreiben. Wenn wir jetzt eine dritte Datenbank haben, dann geht es um historische Theaterdaten aus Berlin. Wir möchten diese damit verknüpfen, müssen wir dann ein neues Programm schreiben. Das heißt, hier fehlt uns eine gewisse Interoperabilität. Und mit dem Web of Data versuchte man eben dann diese Probleme anzugehen und zu lösen. Und das Web of Data wird auch Semantic Web bezeichnet und das ist eben eine Weiterentwicklung des Web of Documents. Unter dem Web of Data versteht man eben eine riesige dezentrale Wissensbasis mit maschinenverstehbaren Daten. Das heißt, die Bedeutung einer Information muss interpretiert werden. Und auch hier war Tim Berners-Lee einer der Pioniere des Semantic Web und er hat gesagt, the web of human readable document is being merged with a web of machine understandable data. The potential of the mixture of humans and machines working together and communication through the web could be immense. So kann man sich das ungefähr visualisieren, hier den Unterschied. Also im Web of Documents haben wir verschiedene Dokumente, die über Hyperlinks miteinander verknüpft sind. Und im Web of Data versucht man diese Verlinkung unter den Dokumenten etwas aufzuheben. Hier steht im Fokus, Daten miteinander zu vernetzen. Also nicht Dokumente, sondern Daten. Also Dinge, die zum Beispiel in Dokumenten drinstecken können. Ich will das nochmal kurz etwas vertiefen, was wir hier unter dieser Verknüpfung meinen und auch unter diesem Verstehen von Informationen. Hier sehen wir ein Bild und da steht Pluto, never forget. Und wenn wir jetzt der Maschine das Wort Pluto geben, dann weiß die auch, wie bei Heisenberg, erstmal überhaupt nicht, was hier gemeint ist. Und Pluto kann nämlich sein, der Hund aus Disney, ein römischer Gott, ein Song von Björk, ein Schiff oder eben auch der Zwergplanet. Mit dem Kontext dieses Bildes wissen wir, aha, hier geht es um den Zwergplaneten. Und diese Aufgabe, diese linguistische Mehrdeutigkeit aufzuheben, nennt sich hier Disambiguierung. Das ist der erste Schritt, um diese Information zu verstehen. Und der zweite Schritt ist eben zu sagen, wir müssen diese Bedeutung dieses Begriffs
eindeutig definieren. Das heißt, wir haben hier den Text Pluto, wir haben schon festgestellt, es geht hier um die Entität Pluto als Zwergplanet und es ist hier eindeutig definiert, dass Pluto ein Zwergplanet ist, also zu der Klasse der Zwergplaneten gehört. Und die Klasse der Zwergplaneten ist eine Subklasse von Planet. Und das ist hier gemeint mit einer eindeutigen, expliziten Definition. Was uns das ermöglicht, ist zum Beispiel, dass wir sagen, wir haben hier explizite Informationen und darin ist auch implizite Information enthalten. Denn wenn wir wissen, dass Pluto ein Zwergplanet ist und ein Zwergplanet ist eine Subklasse von Planet, dann können wir implizit, haben wir auch das Wissen, dass Pluto auch ein Planet ist. Und diese Bedeutung, was hier visualisiert ist, diese Bedeutung ist ausgedrückt in einer Wissensrepräsentation. Die Bedeutung von Informationen, also Semantik, deswegen sprechen wir vom Semantic Web, wird explizit und formal standardisiert und strukturiert durch Wissensrepräsentationen, also Ontologien. Doch was sind eigentlich Ontologien? Es gibt ja, also in der Philosophie hat man ein anderes Verständnis von Ontologie als wir als Informatiker. Ontologie ist hier in der Philosophie, also a theory of being which tries to explain the being itself by developing a system of universal categories and their intrinsic relationships. In der Informatik hat man hier eine andere Definition, die heißt, an ontology is an explicit formal specification of a shared conceptualization. Da, um hier nochmal kurz das zu erläutern, conceptualization heißt, man hat also eine Domäne, zum Beispiel Theater, darin werden relevante Konzepte identifiziert, zum Beispiel Schauspieler und ein Schaustück, und die stehen in gewisser Beziehung zueinander. Explizit heißt, dass diese Bedeutung der Konzepte hier explizit definiert werden muss. Formal heißt also maschinenverstehbar, worauf ich schon eingegangen bin. Und shared heißt, dass es in dieser Domäne auch einen Konsens gibt über diese Definition. Nochmal ganz kurz, das heißt also, was wir hier im Gestrichelten haben, ist also die Ontologie. Und wir haben die Instanz Pluto, die gehört eben zur Klasse Planet und die Klasse Planet wird weiter charakterisiert in der Ontologie durch diese Properties. Zum Beispiel ein Planet hat einen Namen, ein Radius wurde irgendwann entdeckt und hat auch einen Entdecker. Das ist in dem Fall eine Person hier im speziellen Kleid Tombeau. Nur, das ist nochmal eine kleine Visualisierung, was wir hier unter Ontologie verstehen. So, wie wird denn jetzt Wissen im Web of Data repräsentiert? Wenn wir jetzt diesen Satz haben, Pluto was discovered in 1930, dann würde man das durch einen Graph repräsentieren. Das heißt, wir haben Pluto und 1930, das sind zwei Knoten, die sind verbunden durch den Kanten was discovered in. Und das bezeichnet man eben als Graphenstruktur. Und das Format dafür heißt Resource Description Framework, RDF, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Und alle RDF-Statements, sagt man hier, folgen eben diesem einfachen Schema. Es ist immer Subject, Property, Object, also Subject ist Pluto, Property ist was discovered in und Object ist 1930. Und diese einfachste Verbindung, ein Statement, nennt man dann ein Triple. Und das Wichtigste hier ist, dass diese Triple immer auf URIs basieren. Das heißt, jeder Knoten ist ein URI, muss also eindeutig identifiziert werden können. Das ist die Grundlage von RDF. Und lediglich Objects, wie hier zum Beispiel 1930, können hier auch noch ein Literal sein. Manchmal hat man einfach nur Jahreszahlen. So, und natürlich reicht uns nicht ein Triple aus. Wir wollen ganz viele Informationen miteinander verknüpfen und hier unser Wissen repräsentieren. Das heißt, wir bauen einen Wissensgraphen, einen sogenannten Knowledge Graph. Dann haben wir wieder Pluto, wurde discovered 1930 von dem Discoverer Clyde Tombeau und so setzt sich dieser Wissensgraph hier fort.
Und das hat sich eben mit dem Linked Open Data so entwickelt. Da werden auch immer wieder Datensätze veröffentlicht, die jeweils ganz viele Tausende und Millionen Tripel enthalten. 2007 sah das die Linked Open Data Cloud, wie man sie nennt, noch so aus. Das heißt, jeder dieser Knoten hier spiegelt einen Datensatz wider und die sind eben auch miteinander verknüpft. 2011 wurde das dann schon ein bisschen größer und heute haben wir eine riesige Linked Open Data Cloud, wo viele Millionen dieser Tripel miteinander verknüpft sind. Und die verschiedenen Farben visualisieren hier die verschiedenen Bereiche, wie zum Beispiel Geografie, Geschichte, Medien und so weiter. Und auch ganz viel aus den Life Science ist dabei. Und so hat sich eben die Linked Open Data Cloud entwickelt. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wir hatten das Web of Documents. Da sind Dokumente, HTML-Dokumente über Hyperlinks miteinander verknüpft. Sie beschreiben aber eben nicht, was eine Information bedeutet. Außerdem stehen Daten im Web of Documents eher für sich selbst, in sogenannten Datensilos und sind eben nicht miteinander verknüpft. Bei Linked Open Data versucht man eben die Bedeutung von Informationen in formalen Wissensbasen, Ontologien explizit zu definieren und so kann die Bedeutung eben automatisch prozessiert werden. Das bezeichnet man dann als Maschinenverstehbarkeit. Wir können implizite Informationen aus expliziter Information gewinnen und Informationen werden in Graphen mit einheitlichen Standards abgebildet. Grundlage dafür hier bilden URIs und RDF und die Graphen können so einfach erweitert werden. Und wir können eben auch Informationen aus verschiedenen Datensätzen, verschiedenen Graphen miteinander verknüpfen und anreichern. Und hier spricht man von Interoperabilität. So, was bringt uns das jetzt fürs Theater, um hier mal wieder den Bogen zurückzuschlagen? Wir haben ja festgestellt, dass die Exploration dieser Theaterdaten im Archiv etwas schwierig war und nicht so intuitiv für Archivlaien und die Daten standen eher für sich und es gab keine Verknüpfung zu anderen Daten. Und wir wollten eben diese Vorteile von Linked Open Data für diese Theaterdaten nutzen. Das heißt, wir wollten sie auf eine Art und Weise strukturieren, dass sie besser auffindbar sind, mit anderen Wissensgraphen verlinken und die Daten anreichern mit mehr Kontext, um eben mehr Wissen zu erlangen und Explorationsebenen schaffen für Mensch und Maschine. Und ich gehe kurz darauf ein, wie wir diese Daten hier aufbereitet haben. Wir haben einen Datensatz bekommen im XML-Format. Das spezielles XML-Format, das nennt sich EAD, das ist eben spezifisch für Archive und haben das in Linked Data konvertiert mit Hilfe von Converter-Tools. Und wir haben die dann in einen Tripel Store, also eine Graph-Datenbank, importiert und dort konnten wir eben Verknüpfungen mit externen Ressourcen vornehmen. Das heißt, wir haben Schauspiele verknüpft mit externen Ressourcen, Autoren, Kostümbildner und so weiter. Und damit konnten wir dann unseren eigenen Graphen mit zusätzlichen Informationen anreichern. Und so kann man sich das vorstellen. Hier sieht man wieder ein Tripel aus dem Datensatz. Ganz oben links in den Knoten haben wir hier eine Ressource. Das ist hier ein Theaterstück und das hat das Genre Schauspiel. Das ist jetzt eben ein Fakt aus diesem riesigen Graphen. Ein anderer Fakt ist, dass diese Ressource noch einen Titel hat und der lautet Minna von Barnhelm in Klammern Gotthold Ephraim Lessing. Und das sind jetzt zwei Fakten aus einem riesigen Graphen mit Tausenden von Tripeln. Und was uns dann noch aufgefallen ist, dass wir haben hier eine Titelinformation und in dem Titel steht Minna von Barnhelm, Gotthold Ephraim Lessing. Und es fällt euch wahrscheinlich auch auf, Gotthold Ephraim Lessing hat mit dem Titel selbst jetzt eigentlich gar nichts zu tun, weil das ist ja ein Mensch, ein Autor und kein Titel des jeweiligen Stücks.
Und was wir dann versucht haben, ist eben Informationen wie die, die hier unstrukturiert mit drinstecken, strukturiert in den Graphen mit einzubeziehen und dann eben auch abfragbar zu machen und mit externen Ressourcen zu verknüpfen. Zum Beispiel ist Gotthold Ephraim Lessing, ist ja sehr bekannt, und den kann man auch finden in der Wikidata. Wikidata ist eben auch ein Wissensgraph, ein offener, freier, auf den man zugreifen kann und den man sich verknüpfen kann, um weitere Informationen zu bekommen. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass Gotthold Ephraim Lessing hat hier noch weitere Informationen, wie Orte sind mit ihm assoziiert, Daten, aber auch Personen und so weiter. Und Moment. Und um jetzt auf diese Daten, die über Ephraim Lessing noch vorhanden sind, zugreifen zu können, müssen wir diese Entität Lessing hier auch mit unserem Graphen verknüpfen. Das haben wir gemacht und so konnten wir unseren Graphen anreichern, also raus aus dem Silo quasi und erweitern mit zusätzlichen Informationen. So, was wir jetzt gemacht haben, ist also Linked Data herzustellen, zu verknüpfen mit anderen Ressourcen und anzureichern. Dann haben wir uns natürlich auch mit den Fotografien selbst beschäftigt, denn bisher haben wir eigentlich nur über Metadaten gesprochen. Und was wir hier gemacht haben, ist mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern, wir haben alle 7000 Bilder mithilfe maschineller Lernverfahren koloriert. Und das haben wir nicht selbst gemacht, da haben wir ein Open-Source-Tool dafür benutzt. Und die Resultate sind ganz interessant. Wir wollten das mal ausprobieren, wie das mit so einem Tool funktioniert, was wir jetzt einfach mal out of the box benutzen. Also hier haben wir ein Schwarz-Weiß-Bild und das sah dann koloriert so aus. Also ich finde schon viel lebendiger und noch viel dramatischer als das Bild selbst. Und das hat oft sehr gut funktioniert und manchmal hat es eben auch nicht so gut funktioniert. Der junge Mann da auf der linken Seite ist ganz gut sichtbar, aber das Kleid sah bestimmt in Wahrheit nicht so aus. Unten rot und oben grau, aber wir werden es tatsächlich nie erfahren, wie es wirklich aussah. So, wir haben jetzt mit den Metadaten gearbeitet, wir haben die Fotos koloriert. Natürlich brauchen wir jetzt auch ein Mittel zur Exploration. Und die Exploration sollte eben für Mensch und Maschine möglich sein. Für die Maschine haben wir hier einen sogenannten Sparkle-Endpunkt bereitgestellt. Sparkle ist eine Abfragesprache für Graphdaten. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, das Sparkle Protocol and RDF Query Language. Und da gibt es eben auch grafische Oberflächen, sodass man eben auch mal eine Abfrage eintippen kann und sich das Resultat direkt anschauen kann. Werde ich auch kurz mal zeigen. Auf jeden Fall haben wir eine Abfrage, die lautet: Selektiere alle Ressourcen im Datensatz und deren Label, also Namen, wofür wir auch einen Contributor haben. Contributor kann hier sein, zum Beispiel Schauspieler, aber auch die Autoren des ursprünglichen Stückes können hier Contributor sein oder wenn jemand ein Libretto geschrieben hat für ein Stück, dann könnte das auch ein Contributor sein. Optional, also wenn diese Information vorhanden ist, hätten wir auch gerne das Genre dieser jeweiligen Ressource. Und das sieht dann so aus, diese Abfrage und diese Oberfläche. Man tippt das hier einfach ein und dann bekommt man hoffentlich ja hier das Resultat zurück. Das Resultat ist dann hier also kein Graph, sondern eine Tabelle. Und hier vorne haben wir die jeweiligen Ressourcen, hier das Label, also den Namen der Ressource. Der Contributor ist hier also eine Entität, die mit Wikidata verknüpft ist, wie ich es eben mit Lessing gezeigt habe. Und hier haben wir den Namen dieser Ressource. Und dieser Name, der kommt auch nicht von uns selbst. Das ist hier eine Information, die wir aus Wikidata uns eben geholt haben und hier angereichert haben, weil wir ja unseren Graphen mit Wikidata verknüpft haben, konnten wir ihn halt zum Beispiel mit dieser Information anreichern.
Und rechts sieht man dann eben noch das Genre wie Komödie, Trauerspiel und so weiter. So, und was die visuellen Explorationsmöglichkeiten betrifft, da haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine ist der Link Stagecraft Viewer, den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist eben, hier werden die einzelnen Theaterstücke in chronologischer Art und Weise sortiert. Es ist so ein bisschen an Instagram angelegt, also man scrollt sich so durch die Theaterstücke, man kann nach rechts und links swipen und kriegt da eben Zusatzinformationen zu den einzelnen Stücken. Was ich jetzt noch kurz zeigen will, ist den Vicus Viewer. Und dazu muss ich sagen, den Vicus Viewer haben wir nicht selbst gebaut. Das ist eine Open Source Visualisierung von der FH Potsdam aus einer Gruppe. Da geht es um Data Visualization, auch im Cultural Heritage Bereich. Und wir haben uns super gefreut, dass wir einfach, weil wir diese Daten auch so gut aufbereitet haben, konnten wir sie hier einfach in diesem Tool einsetzen. Und auch hier ist die Exploration zeitbasiert. Das heißt, wir haben hier eine Timeline 1912 bis 1943. Und für jedes Theaterstück, für das wir eben auch Fotos hatten, konnten wir diese Fotos hier in den verschiedenen Jahren anordnen in dieser Timeline. Und hier oben haben wir noch die Titel der jeweiligen Stücke. Und wenn man dann hier darüber hovert, dann können wir zum Beispiel sehen, das Sommernachtstraum wurde in zwei verschiedenen Jahren aufgeführt, 1922 und 1938. Und auch Minna von Barnhelm ist dabei, wurde in zwei Jahren aufgeführt. Und hier können wir also sehr intuitiv uns fortbewegen. Wenn wir da draufklicken, kriegen wir auch nochmal einen Fokus und können hier ranzoomen und uns die Fotos genauer anschauen. Und wenn wir draufklicken, dann kommen wir auch nochmal zu den Zusatzinformationen. Das heißt, wir haben hier den Titel Minna von Barnhelm, wir haben ein Datum und noch Zusatzinformationen. Und das sind eben die Informationen, wie wir sie aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg bekommen haben. Was wir auch sehen, ist die Verknüpfung zu Wikidata, wo man dann eben wieder zu dieser Übersicht kommt. Und wenn wir hier auf More Details klicken, dann kommen wir zu einem Viewer, der uns alle Informationen im RDF-Format anzeigt, die wir hier in unserem Graphen über diese Ressource haben. Das heißt, oben haben wir wieder den Titel, über den wir schon gesprochen haben. Hier noch eine kurze Beschreibung mit Informationen über das Bühnenbild und die Kostüme. Wir haben hier die Fotos und hier unten sind eben auf eine strukturierte Art und Weise alle Informationen, die wir zu Minna von Barnhelm haben. Was wir hier auch gemacht haben, ist zum Beispiel, wir haben hier noch im Bühnenbild Personen aufgelistet und wieder können wir als Menschen natürlich diese Informationen sehr gut verstehen, wenn da steht Bühnenbild Felix, den Namen kann ich immer nicht aussprechen. Und jedenfalls, aber die Maschine kann eben diese Informationen nicht verstehen. Das heißt, wir mussten sie erst strukturieren und hier im Graphen als eigene Entität mit einbinden, sodass wir sie am Ende auch abfragen können. Und das ist hier passiert. Zum Beispiel haben wir diesen Set-Designer hier unter Set-Designer auch mit einer Wikidata-Entität verknüpft und können diesen jetzt also separat auch abfragen. So, also probiert gern mal diese Explorationstools aus. Es macht wirklich Spaß, sich da so durchzuscrollen. Uns macht es jedenfalls Spaß. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was Linked Stagecraph jetzt ist. Es ist ein auf Linked Data basierter Knowledge Graph und soll die Nutzerin die Möglichkeit bieten, über traditionelle Archivstrukturen hinaus historische Theaterdaten zu erleben und auch zu nutzen. Und dazu haben wir eben unseren bestehenden Graphen mit externen Wissensgraphen verknüpft, zum Beispiel Wikidata, hier aber auch der Deutschen Nationalbibliothek.
Und wir haben die Fotos automatisch koloriert, wodurch sie, wie wir finden, sehr lebendig geworden sind. Und wir haben Möglichkeiten zur Exploration bereitgestellt, die durch die Maschine abgefragt werden können, aber eben auch visuell exploriert werden können. Und genau das haben wir eben in diesen 6 Wochen Sprint bei Coding Da Vinci gemacht und waren sehr glücklich, dass wir hier den Preis für die nützlichste Anwendung bekommen haben. Und das hat uns auch sehr gefreut. Aber natürlich ist das alles nicht perfekt. In 6 Wochen kann man kein perfektes Projekt hinkriegen und es ist noch sehr viel offen, an dem wir jetzt auch weiter forschen. Zum Beispiel die Explorationsmöglichkeiten, die wir hier mit Linked Stagecraft haben, sind alle zeitbasiert. Das heißt, wir haben Timelines. Timelines sind ein sehr wichtiges und ein sehr nützliches Tool zur Exploration historischer Daten, aber wir müssen auch sagen, dass wir eben nur strukturierte Zeit- und Datumsinformationen für nicht mehr die Hälfte der Fotografien haben, die wir hier im Datensatz haben. Also nur für 2600 der Fotografien, der 7000, haben wir überhaupt Datumsinformationen zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen noch mehr Mittel, noch mehr Metadaten, um weitere Ebenen für eine Exploration zu schaffen, die dann eben auch über die Zeit hinausgehen. Das heißt, wir haben hier 7000 Bilder, also lasst uns doch mal diese Bilder analysieren und schauen, was da drin steckt. Und das ist auch gar nicht so einfach. Da gibt es auch ganz viele Probleme, denen wir jetzt entgegengestellt sind. Das heißt, wir beschäftigen uns ja mit historischen Bildern. Und wenn wir sie zum Beispiel mit maschinellen Lernverfahren analysieren wollen, dann ist ein Problem zum Beispiel der Zeitkontext. Maschinelle Lernverfahren werden ja trainiert mit ganz, ganz vielen Bildern, um zum Beispiel Personen zu erkennen, Stühle und so weiter. Aber diese Trainingsdaten für diese Verfahren berufen sich auf aktuelle und ja, moderne Bilder. Das heißt, man hat in diesen modernen Bildern für diese Trainings auch Laptops. Aber in unseren historischen Daten haben wir natürlich keine Laptops, die werden dann aber doch erkannt. Hier, das sieht man, glaube ich, jetzt ganz schlecht, aber in dem lilanen Rahmen, wo jetzt die Person das Bild hält, das wird eben als Laptop erkannt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und verursacht viele Fehler. Ein anderes Problem ist, dass wir natürlich hier uns mit Theater beschäftigen. Das heißt, wir haben eine künstliche Umgebung auf der Bühne, die nicht immer der Realität entspricht. Und wir haben auch, wie hier zum Beispiel, haben wir auf der Bühne einen riesigen Eisbär, auf dem Menschen reiten. Und für eine Maschine ist es natürlich total schwierig festzustellen, was ist jetzt dieser Eisbär. Und er hat es hier als Pferd erkannt, weiß nicht genau warum, aber gut, ein Eisbär ist natürlich auch nicht so riesig wie hier ein ganzes Haus und das ist dann natürlich sehr schwierig festzustellen. Und an dieser Art von Problemen arbeiten wir jetzt weiter mit diesen historischen Daten, um sie eben explorierbar zu machen. Genau, so viel dazu. Ich habe hier noch ein paar Referenzen, wenn ihr interessiert seid. Und ich habe noch ein paar weiterführende Informationen, wenn ihr interessiert seid an Themen wie Linked Data, Natural Language Processing, maschinelle Lernverfahren. Da kann ich euch unser MOOC empfehlen. Das heißt auch Information Service Engineering, wie unsere Arbeitsgruppe. Und es gibt so einen MOOC, so eine MOOC-Plattform OpenHPI. Und da sind eben all diese Videos über diese ganzen Disziplinen verfügbar. Man muss sich noch nicht mal anmelden, um die Videos anschauen zu können. Also es ist eine wirkliche Empfehlung, falls euch das Thema in Zukunft weiter interessiert. Und außerdem möchte ich euch empfehlen, bei Coding Da Vinci mal mitzumachen. Man muss auch nicht unbedingt programmieren können, um dort mitzumachen. Man muss nur kreativ sein und eine schöne Idee haben und vielleicht den einen oder anderen Use Case. Und dann findet man sich dort zu einer Gruppe. Und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wir haben sehr viel gelernt und sehr viel auch von den anderen natürlich mitgenommen. Genau. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein paar Fragen habt oder wir diskutieren können.